Bei den British Fashion Awards. Rita Ora haut outfittechnisch ordentlich drauf. Der Red Carpet. Bestens geeignet zum Bestaunen der modischen Tops und Flops der Promi-Welt. Bei den British Fashion Awards in London am gestrigen Abend ist das nicht anders. Passend zur Fotowand im Graslook betritt Lana Del Rey gut verhüllt den roten Teppich. Ihre Begleitung? Neufreundin Courtney Love im zart roséfarbenen Kleid. Die sind jetzt nicht nur BFFs, sondern gehen demnächst sogar gemeinsam auf Tour. Suki Waterhouse setzt ebenfalls auf lang. Ob's gefällt oder nicht, im aufgepimpten Retro-Style mit transparenten Akzenten ist das Model auf jeden Fall ein Hingucker. Emma Watson hingegen versteckt in diesem Outfit mehr, als sie zeigt. Für ein bisschen Sexappeal sorgt der recht bescheidene Ausschnitt. Ganz anders Rihanna. Die interpretiert den Oversized-Blazer nämlich so. Ein Kleidungsstück pro Outfit ist für die Sängerin bekanntermaßen mehr als genug. Auch Rita Ora haut outfittechnisch ordentlich drauf und verbreitet in schwarzen Strapsen und sexy Transparent-Look in Anlehnung an ihre neueste Filmrolle schon mal ordentlich Shades of Grey-Stimmung. Apropos Stimmung, hallo Joan Smalls. Wo genau man bei diesem Outfit zuerst hinschauen soll, ist wirklich schwer zu entscheiden. Und zum Schluss noch einmal brav bitte. Aber nur von vorne. Von hinten lässt auch Designerin Victoria Beckham tief blicken. Auch wenn in diesem Jahr ein paar Perlen dabei sind, dafür, dass es sich hierbei immerhin um die Fashion Awards handelt, hätten wir uns ein paar mehr modische Eyecatcher gewünscht.